Werner Neubauer von der FPÖ ist am Wort. Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus, angesichts der dramatischen Ereignisse und Entwicklungen der letzten Zeit komme ich nicht umhin, mich heute vom Plenum aus mit der Lage in Südtirol auseinanderzusetzen, weil wir uns verpflichtet sehen, auch unserer völkerrechtlichen Verpflichtung als Schutzfunktion Österreichs nachzukommen. Ich möchte deshalb einen kurzen Abriss der Ereignisse der letzten Monate hier den Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, den Damen und Herren an den Bildschirmgeräten, kurz erläutern. Am 5. September dieses Jahres hat unser Herr Bundespräsident Italien, auch Bozen, einen Besuch abgestattet und es wurden ihm dabei die letzten Erläuterungen zum Thema Südtirol vermittelt. Am 9. Oktober dieses Jahres verabschiedete daraufhin der italienische Ministerrat einen Gesetzesentwurf für die längst geplante zentralistische Verfassungsreform. Daraufhin kam es in Südtirol zu enormen Protesten und als erster hat Landeshauptmann Stellvertreter Hans Berger massiv demonstriert gegen diesen Entschluss. Was war geschehen? Warum hat er so massiv reagiert? Ich zitiere aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf: Die Regierung plant in der Verfassung, das Ende des Föderalismus in Italien einzuleiten, denn der Verfassungsentwurf führe eine Klausel der Vormachtstellung des Staates gegenüber den Regionen ein. Das heißt, Zuständigkeiten, die die Regionen inne hatten, sollen nun wieder dem Staat übertragen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 25. Oktober daraufhin wurde der in Italien verweilende Bundeskanzler Faymann von diesen Ereignissen in Kenntnis gesetzt. Auch er hat daraufhin nicht reagiert. Südtiroler Senatoren und Vertretern der Lega Nord war es zu verdanken, dass in der Folge dieses Gesetz von der Tagesordnung herabgenommen wurde und somit nicht jetzt schon beschlossen werden konnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich hat dadurch aber noch keinen Erfolg erzielt, sondern lediglich Zeit gewonnen. Wir haben Zeit gewonnen für eine Entwicklung, die sich seit März dieses Jahres abgezeichnet hat. Und ich darf noch einmal zitieren, Abgeordneter Dr. Zeller, der gesagt hat im März, ja, derzeit erleben wir die Nagelprobe, den Showdown für unsere Autonomie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Landeshauptmann Durnwalder hat am 12. Juli 2012 erklärt, so können wir das nicht hinnehmen, langsam wird unsere Autonomie mit Füßen getreten. Und am 2. August hat die Senatorin der Südtiroler Volkspartei Helga Thaler-Ausserhofer gemeint, es ist inakzeptabel, dass eine Regierung das oberste Gesetz ihres Landes missachtet und wiederholt die verfassungsrechtlich verankerten Rechte und Belange der Minderheiten völlig ignoriert. Abgeschlossene Finanzregelungen wie das Mailänder Abkommen werden nicht eingehalten und unsere Kompetenzen werden stetig ausgehöhlt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte Ihnen noch zahlreiche andere Politiker, politisch Verantwortliche aus Südtirol, aber auch aus Italien zitieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn das so weitergeht, dann können Sie die im Juni bei dieser Veranstaltung hier im Parlament so viel beschworene Streitbeilegungserklärung, die 1992 geschlossen ist, endgültig vergessen, denn dann ist die Autonomie von Italien zu Grabe getragen worden. Es ist wirklich an der Zeit und ich appelliere ganz, ganz dringend, dass Sie endlich erkennen, dass wenn Italien dieses Gesetz verabschiedet, es eine Zweidrittelmehrheit braucht, um dieses Gesetz wieder aufschnüren zu können. Das wird nicht gelingen bei 17 Parteien im italienischen Parlament. Das heißt, Österreich müsste mit der Schutzmachtfunktion hergehen und beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage erheben. Was das heißt, das wissen all diejenigen wie Dr. Ermacora, der damals schon gewarnt hat, dass dieses Autonomiepaket genau in diesem Punkt lückenhaft ist und wir einen Weg zu Den Haag nicht gewinnen werden können und damit die Minderheit, die österreichische Minderheit in Südtirol, endgültig das Autonomiestatut in dieser Form gefährdet wäre. Ich bringe deshalb im Namen unserer Freiheitlichen Partei einen Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird ersucht, entsprechend budgetäre Mittel sicherzustellen
um für Südtiroler Angelegenheiten eintreten zu können, sowie mit der italienischen Regierung und der Südtiroler Landesregierung in Kontakt zu treten, um in Erfahrung zu bringen, welche weiteren Auswirkungen die geplante Verfassungsreform für die Autonomie Südtirols hat und in Ausübung der Schutzmachtfunktion dafür Sorge zu tragen, dass die geplante Verfassungsreform des italienischen Staates die Rechte Südtirols nicht beschneidet. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich höchst an der Zeit zu handeln. Ich ersuche Sie, Herr Bundesminister und Herr Staatssekretär, in dieser Form dies auch im Sinne der Deutschen und Latiner in Südtirol wahrzunehmen. Eine geplante Föderalismusreform in Italien würde der Autonomie Südtirols massiv schaden, kritisiert der Südtirol-Sprecher der FPÖ, Werner Neubauer. Österreich als Schutzmacht der österreichischen Minderheit in Südtirol müsste hier entschiedener protestieren.